You got big cojones, amigo. Jawohl. $1000. Also das fand ich jetzt aber schon ein gutes Stück schwerer als das mit dem Panzer, muss ich sagen. Und dafür gibt es nur die Hälfte. Das finde ich ganz schön. Ach, wie knuffig. Gib mal her hier. Excuse me, young man. Ich möchte hier langfahren, aber das darf ich nicht, weil du mir im Weg rumstehst. Dieses ungehobelte Jugendpack, jetzt klaut er mir einfach meinen Wagen. Zack. Tja, so ist die Jugend schon heute, wa? Was soll hier denn hin? Was haben wir da? Oh ja, das klingt okay. Must 90 DJ save my life on a... Irgendwas. Hui! Quietsch! Gotta get down, babe. Und zack, durch die haitianische Masse. Geil. Die hat's ordentlich durch die Gegend geflattert. Yeah. Und fort hiervon. So. Aber wir sind schon in der Havana. Sieht gar nicht so aus. Hier schon eher. Hier die Ecke. Was klingelt denn hier für ein Telefon? Ist das im Radio? Weg da, weg da. Ich will mir mal kurz... Ja, ja, ja. Hallo? Tommy, not dead man been chatting about you, my dear. Thought you might need something to make you feel better. So Auntie Pulley make you some stew, right? Come and check my kitchen sometime, okay, Tommy? Tante Pulley. Okay. Wer auch immer. Ich will es gar nicht so genau wissen eigentlich. Kanonenfutter. Papi, ein Problem, Tom. Papi, un gran problema. Roberto, my son, what happened? Un gran problema. They messed with me. They messed with me for the last time. What is your problem? We'll take them out. Only we need some backup. I lost a few hermanos already out there. Amigo, you drive good. For a woman, right? This is no time for joking. Come on, drive for me again. Amigo, take my boys over there. But they mess with me, they mess with the biggest boy in town. Genau, du siehst schon so aus. Okay, besorgt ihr ein Auto und holt die Kubaner vor Robinas Café ab. Was geht denn hier ab? Hallo? Ach, ja, ich gehe dann mal woanders hin. Was haben wir da? Geh mal her. Halt, wenn das mehrere sind, dann wird mir ein Zweitürer nicht reichen, nehme ich mal so an. Was? Ach so. Okay. Dann muss ich schon einen Viertürer. Ach, sehr gut. Sowas zum Beispiel. Besitzen. Benutzen. Wie auch immer. Ach, das ist jetzt ein Taxi, okay. Da gibt es zwei verschiedene Taxisorten. Da sind wir noch dabei. So, bitte einsteigen, Freunde. Genau, drei Leute, da braucht man vier Türer. You can't listen to an hour's worth of programming on this station without us begging for money. It's the bi-daily begathon here on VCPR, where we hold your favorite shows hostage until you pull me up some cash. You know what's so great about VCPR? It's like a shining torch of cultural enlightenment for Vice City. Ach, wenn mir jetzt dieser Spruch von Starship Troopers einfallen würde, die hat immer so einen dollen Spruch. War denn das? Ach, jetzt hätte ich heroisch einen rauslassen können hier, aber egal. Machen wir es halt kommentarlos. Bitte aussteigen. Ich sehe aus wie die. Ist ja schrecklich. Hallo Rico! Mischen die sich ein? Nö, okay. Muss ich jetzt. Ach, ich muss mitmachen, okay. Huhuhuhu. Wat? Hey, hey, hey. Pass auf, wo du hinschießt. Ich steck mir das mal ein. Dann würde ich sagen, stehst du mir voll im Weg hier. Und puff. Jawohl, ja. Da haben wir noch einen. Und den knallen wir so ab. Und dann passt die ganze Geschichte. Geht's los? Geht los. Ach, da ist doch noch einer.
Hallo? Jawohl. Ihr seid solche feigen Hunde. Erst anzugreifen, wenn ich sie erledigt habe. Ja, das geschieht euch ganz recht. Das kommt davon. Take cover. Ja, quatsch nicht so lange. Ich will die Muni haben. Ach. Lasst mich die Muni aufsammeln. Bitte, bitte, bitte. Ach nee, ich hasse euch. Ihr seid ja solche Arschlöcher. Take out that cowardly sniper. Ja, ja, ja. Da haben wir doch schon was. Zack, 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 zack. Und pam. In die Brust. Ach, hier gibt's ein schöneres. Das ist ja... Ja, da sind wir noch dabei. Ach, hier war auch noch einer. Genau. Ich finde die Übersetzung blöd. Das heißt nicht ganze, wie ganze Kerle, sondern wie Männer mit riesigen Eiern. Okay, okay, okay. Aber erstmal dünnen wir hier ein bisschen aus, bevor wir hier abhauen mit dem Wagen, würde ich sagen. So, jetzt zum Beispiel. Okay, okay, okay. Hinein in das gute Stück. So. Und rumstibums. Weg mit euch. Ach, leck mich doch. Doofer Bulle. Was bist du jetzt? Das ist immer das Nervigste überhaupt eigentlich. Also, wenn man mal so einen gepflegten Bandenkrieg hier anfangen will und dann kommen die blöden Bullen und mischen sich mit ein und verkacken einem alles. Aber hier werden die uns das ganz sicher nicht verkacken. Denn von so ein paar popeligen Bullen mit zwei Sternen lassen wir uns doch nicht aufhalten, oder? Bam, weg mit dir. Ah, schade. Ich hab mehr erhofft. Ich hab mir mehr erhofft. So rum. Was? Ja, dann fahren wir einfach rückwärts ins Ziel. Lalalala. Oder auch nicht. Sieg. Hey Rico. Na, alles fit im Schritt. Erstmal ins Saufen gehen, wa? Kommt, wir gehen jetzt auch mal hier rein. Hüpf. Ach Mist. Ach doch, hat geklappt. Aber Rico ist weg. Na, alles fit bei euch. Was? Hallo? 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 Geht's noch? Ach Mann, ihr seid doch Idioten. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Alberto! Uno Café, Señor. Don't serve this naked assault! You're two-faced, Tommy! You're either two-faced or you're a wimp, baby boy! They're laughing at me! Easy, easy. What's your problem? They're laughing at me, Tommy, at me, Umberto Rubino. They're doing whatever they like. Nobody does whatever they like, Umberto. They do what you let them do. What? You want somebody taken care of? I can handle it, but it's gonna cost you. I know we're brothers and all, but this is business. Tommy, you are a real man. Businessman, a gentleman. They have a load of product coming in offshore. Really good stuff. We take it, and we finish them. You take it, and I look after you. Like my brother. Like my son. I think I prefer the cash to being bounced on your knee, amigo. Begib dich zu Rico, er fährt dich zum Treffpunkt. Natürlich macht er das. Weg da. Das kann wieder mal eiter werden. Weg da. Gute Hure. Was wäre, wenn ich sie überfahren würde? Wer soll dann die ganzen Lötkolben versorgen? Shit. Ja, ich lauf dann mal. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht mehr so weit ist. Ja, so viel dazu. Wird wohl unten am Hafen sein, wa? Ach,
das kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja. Einer von steht aber auch im Boot. Ach nee, es hängt im Wasser. Okay. Lalalala. Ach nee, da ist es. Okay. Mitten auf der Wiese. Aha. So, jetzt habe ich aber. Ja. Kommt mir das nur so vor oder werde ich verfolgt? Nicht? Aber ich höre Motorengeräusche. Ach doch, da. Egal. Hallo Rico, wo ist dein Boot? Hm, Freund? Blase? Hm? Hey Rico, nice boat. You ready? See, Tommy, now you be a good shot today. My boat, she no good. Full of holes, okay? Ah, schick. Huch. Schauen wir mal. Ach, nee. Ach, nee. Was, und die sehen uns nicht? Na gut. Wenn ihr sagt, dass die uns nicht sehen. Ich würde sagen, mit dem schweren Geschütz direkt auf die Boote ballern, oder? Ja. Sehr gute Idee. Ja, das war sehr schön. So, hätten wir die beiden. Oh, oh, oh. Ja, mit der Muni. Ach nee, das ist die falsche. Da ist noch einer. Hä? Lebt da noch einer? Hiervon? Nee. Dann her damit. Ach, das sind die dummen Bullen. Das ist ja gemein. Wieder mal, wenn man einfach nur in Ruhe seinen kriminellen Geschäften nachgehen und wird von der Polizei gestört. Willst du mich rollen? So, hätten wir dich. Wo, wo, wo? Ja, ist ja gut. Mann. Der blöde Heli stört mich. Oh! Tja, Rico, das war dann wohl irgendwie suboptimal für dich. Und ich hau dann einfach mal ab. Gut, dass hier ein Auto steht. Das nehme ich mir direkt mal. 4 Sterne! Leck mich am Hintern! Meine Güte! Oh, jetzt möchte ich mich... Nein! Ach, gut. Das ist wieder so eine Karre, die direkt aufs Dach fällt. Ach. Gut, von den Wegen halten wir uns mal fern. Denn die freundlichen Genossen von der... Na, wirst du wohl... Meine Güte. Denn die freundlichen Genossen von der Polizei, die werfen mit Krähenfüßen. Eine verlassene Straßensperre? Ja, ich fahre mal in die andere Richtung. Kannst da stehen bleiben, wenn du magst. To the way of mankind, yeah. Grandmaster Flash in the Furious 5, total cool. Müsst ihr euch auch mal antun. Aber wir beenden ja erstmal die Mission, bevor wir ja noch niedergemacht werden. Ja. Ja, was auch immer der Kerl da angestellt hat gerade. Mit seinem Auto. Und was auch immer die da machen. Was geht hier los? Ach nee. Da mische ich mich gar nicht mit ein. Her damit. Ja, wenn wir jetzt hier sowieso schon mal dabei sind, können wir eigentlich auch gleich weitermachen und komm wieder, wenn du die Haiti-Gang-Mission... Ach nein. Also Antipoulet scheint dann Haiti-Gang-Mission zu sein. Bevor ich die jetzt aber mache, werde ich erstmal speichern gehen, würde ich sagen. Ich spiele jetzt schon wieder eine gute Stunde. Ja, ein bisschen können wir noch spielen, aber ich will trotzdem erstmal speichern.